Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und bevor wir mit diesem Video beginnen, ganz kurz ein paar kleine Infos. Und zwar tut es mir erstens sehr, sehr leid, dass in den letzten Wochen so unregelmäßige Uploads kamen. Nicht wirklich unregelmäßig, weil ihr kennt mich, normalerweise kommen immer 2 Videos die Woche. Ich habe es die letzten Wochen irgendwie nur geschafft, 1 Video die Woche zu machen. Ich habe euch nicht ganz ausgelassen, aber es hat leider nur für ein Video gereicht, denn die letzten Wochen waren sehr, sehr anstrengend für mich. Es sieht so aus, als würde ich bald umziehen. Uni hat wieder angefangen. Zudem habe ich jetzt seit ein paar Tagen, nicht so nice, Corona hat mich jetzt doch erwischt. Das heißt, jetzt gerade habe ich Corona. Ihr könnt sehen, ist jetzt nicht so schlimm. Ich klinge ein bisschen nasal, meine Nase ist ein bisschen zu, aber ich bin jetzt nicht am Sterben, alles okay. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Worum geht es in diesem Video? Ich denke mal, ihr habt alle den Titel gelesen und habt doch alle mitbekommen, dass Basic-Linien momentan sehr, sehr beliebt sind und sehr, sehr viele Brands ihre eigenen Basics rausbringen. Und ihr wisst auch, dass ich eigentlich gefühlt alle Basics teste. Ich habe gefühlt schon alles getestet und heute habe ich mir gedacht, passend zum Anlass, denn genau heute droppen die eigenen Basics von Returnity, die ich hier am Start habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Video hier ist jetzt wie alle anderen Videos dazu kein Placement. Ich bekomme hierfür keinen Cent. Ich mache das Video einfach, weil ich Bock darauf habe, weil ich hoffentlich die Sachen cool finde und weil es einfach eine gute Empfehlung für euch ist. Ich sage einfach offen meine Meinung. Wenn mir was nicht gefällt, auch wenn ich Partner von Returnity bin, sage ich das. Wenn mir was gefällt, werde ich es aber auch sagen. Ihr kennt mich vorher, ich bin immer ganz, ganz ehrlich. Und dann bin ich mal gespannt, wie denn die Basics im Vergleich zu Peso sind, zu Represent, was auch immer. Fangen wir an, lassen wir nach oben da, abonniert diesen Kanal. Los geht's. Ich habe hier einmal 2 Pakete bekommen von Returnity, wo ein paar ihrer Essentials drin sind. Denn die Linie heißt Returnity Essentials. Ich habe mir nicht alle Sachen ausgesucht. Hier gibt es einmal ein fettes Bild, wo alle Sachen eingeblendet sind. Es gab auch noch eine Jacke. Die habe ich zum Beispiel mir nicht ausgesucht, weil ich die jetzt nicht so persönlich feiere. So eine Bomber-Sweatshirt-mäßige Jacke. Aber ein paar Sachen habe ich mir ausgesucht. Und die kommen hier einmal in diesen Paketen. Das können wir auch einmal aufreißen. Ich weiß auch selber gerade gar nicht mehr so genau, was ich alles bekomme. Und wir hätten jetzt allererstes einmal einen Creamton, dann einmal so ein ja, gelbes Orange, irgendwie so eine Mischung, aber eher Orange, einen Grünton. Dann schauen wir uns mal an, was sich denn so im zweiten Karton verbirgt. Und eine ganz wichtige Sache, die man auch noch sagen kann, und zwar wird die Basic-Kollektion von Returnity nicht wie vielleicht andere Basic-Kollektionen dauerhaft verfügbar sein. Ich habe mir sagen lassen, dass die Jungs sehr, sehr viel produziert haben. Also sie haben wirklich hohe Stückzahlen. Aber sollte es dazu kommen, dass irgendwas ausverkauft ist, dann wird es nicht wieder neu produziert. Dann gibt es hier noch einmal, ich meine, das sieht aus wie eine kurze Jogginghose in Schwarz. Dann einmal eine lange Jogginghose in diesem Vintage Black, also ausgewaschen. Ein schwarzes T-Shirt und nochmal ein weißes hier. Also wir haben gefühlt alles Mögliche am Start. Eine Ewigkeit später. Und hier hätten wir einmal, ich hoffe, man kann es halbwegs gut erkennen, alle Pieces, die ich am Start habe, in einer groben Übersicht. Wir hätten nämlich einmal 2 Zip-Hoodies, einen in so einem Grünton, einen in so einem Orange-Gelbton, einen normalen Hoodie in einem Creamton, 2 T-Shirts, weiß und schwarz haben wir einmal am Start, genauso wie eine lange Jogginghose und auch noch eine Kurzjogginghose. Das wäre die grobe Übersicht. Die können jetzt einmal weggeschoben werden. Und dann schauen wir uns mal die Pieces und vor allem auch den Fit im Detail an. Ich bin echt gespannt. Los geht's. Ich würde mal sagen, wir starten mit den beiden Zip-Hoodie und auch, ja, muss ich ehrlich sagen, so meine beiden Highlights. Vor allem eben wegen den Farben. Wir haben hier so ein sehr, sehr nices, ausgewaschenes Grün. Nicht zu intensiv, nicht zu blass. Ich finde das irgendwie eine ganz geile Mischung. Und ich muss auch ehrlich sagen, diese beiden Farben habe ich so noch nie wirklich identisch irgendwo gesehen. Und das, muss ich ehrlich sagen, gibt mir so einen kleinen Pluspunkt, weil ich finde die Farben echt nice. Einen Kritikpunkt haben wir aber auch, und zwar gibt es an jedem Piece einmal so einen Tag, was einmal an der Seite dran ist, wo einmal
Returnity draufsteht und ich bin irgendwie gar kein Fan von diesen Tags an der Seite, die irgendwie abstehen, sag ich euch ehrlich. Ist natürlich Geschmackssache, keine Frage, die einen werden es feiern, die anderen wird es nicht jucken. Mich zum Beispiel stört so ein kleines bisschen. Ein Detail haben wir auch noch, und zwar haben wir nämlich an dem Ärmel einmal ein R für Returnity eingestickt, gibt es auch Safe Close-Ups. Finden wir an jedem Piece, überall ist so ein R für Returnity eben eingestickt als kleines Detail. Hat, meine ich, 450 GSM, kostet 85 Euro, was auf jeden Fall hochpreisig ist, vor allem für Basics, keine Frage. Ist so auf diesem Peso-Level, soweit ich weiß, vielleicht ein kleines bisschen billiger. Und da muss man halt gucken, okay, ist mir das jetzt wert oder nicht? Deswegen mache ich dieses Video. Jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns den Fit an, denn der ist am Ende des Tages am wichtigsten, vor allem für mich. Das ist nicht der Yannix Returnity Fit, das ist ein komplett anderer Fit, weil ich habe mir einen eigenen Fit kreiert. Ich würde sagen, ich ziehe einfach beide an, dann könnt ihr beide mal getragen sehen. Ich glaube, der wird mir besser gefallen als der von der Farbe her. Ich bin gespannt und ich hoffe, der fittet nice, denn ich weiß auch noch nicht. Ich habe es ja gerade erst ausgepackt, wir werden es sehen. Ich gucke mal ganz kurz. Doch, der schaut doch nice aus und ich merke auch jetzt schon, die Kapuze steht auf jeden Fall immer schön perfekt und das ist sehr, sehr wichtig. Ihr wisst, es ist nicht nice, wenn die Kapuze so rumschlabbert, aber hier auf jeden Fall nicht der Fall. Steht schön perfekt, sehr, sehr wichtig. Kleines Manko, was ich jetzt vielleicht hätte, der ist für meinen Geschmack, ich glaube, der könnte ein kleines bisschen kürzer und ein kleines bisschen mehr Boxdesign, weil da bin ich großer Fan von, eben so wie ich meinen Sippudi gemacht habe. Da habe ich eigentlich ohne Grund so gemacht. Aber ansonsten, Sam, ich bin wieder fit. Sehr, sehr geil. Ich blende euch jetzt einmal ein Fit-Video ein. Ich habe eine Size L genommen, bin 1,82 groß, wiege 75 Kilogramm und das wäre der Fit. Könnt ihr ja gerne mal schreiben, wie ihr den findet. Hau mich jetzt nicht todes vom Hocker, dass ich sage, wie zum Beispiel bei Cobuxen oder bei anderen Sippudis. Alter, ist das geisteskrank, aber ist safe stabil. Und jetzt ziehe ich noch einmal ganz schnell für euch den gelben an, dass ihr sehen könnt, wie der gelbe bei mir fittet. Ihr müsst es jetzt für mich bewerten, weil ich sehe es nicht so ganz, nur in schwarz-weiß. Ja, das wäre dieser Senfton. Ich denke mal, wird mir jetzt nicht so krass stehen, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber so sieht das Ganze aus. Und das wäre es zum Zip-Hoodie. Auf jeden Fall stark Pieces, gefällt mir sehr gut und wir machen weiter. Als nächstes machen wir weiter mit dem Basic Hoodie. Ja, ganz normaler Hoodie, kennen wir alle, ohne Zip, ne? Ganz normales Ding. Den gibt es auch in diesem Senfton, aber soweit ich weiß, nicht in dem Grün. Das hier ist noch ein Creamton und ich muss auch sagen, rein von der Farbe her gefällt mir auch der Farbton sehr, sehr gut. Was soll ich jetzt großartiges sagen, Freunde? Ist ein Basic Hoodie. Wir haben am Ärmel wieder das eingestickte R für Returnity, ne, wie bei jedem Piece, hat auch 450 GSM und kostet 80 Euro, also 5 Euro billiger. Ist immer noch eine Stange Geld, vor allem für einen Basic Hoodie. Und ob der sich lohnt, das werden wir jetzt herausfinden, denn auch der wird jetzt einmal angezogen. Und auch hier, selbst wie beim Zippo, die Kapuze steht die ganze Zeit perfekt. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ich blende euch jetzt aber einmal ein Fit-Video ein. Size L, 1,82 groß, 75 Kilogramm, könnt ihr sehen, wie es bei mir aussieht. Ich muss sagen, eigentlich selbes Spiel wie beim Zip-Hoodie, Fit an sich sehr stabil, kann man eigentlich nichts Böses gegen sagen. Ist ein sehr stabiler Fit. Für meinen Geschmack wäre es ein bisschen nicer, wenn der ein kleines Stück mehr cropped wäre und ein kleines bisschen mehr boxy wäre. Also einfach ein bisschen lockerer, der ist schon locker oversized geschnitten. Für meinen Geschmack wäre es, glaube ich, ein bisschen nicer, wenn er einfach ein kleines Stückchen kürzer wäre. Aber ich werde den eh mal so umfalten, dass der halt dann eh schön cropped sitzt. Auf jeden Fall ein cooler Hoodie. Arme sind perfekt, Kapuze perfekt, Farbe gefällt mir auch sehr gut. Und den werde ich auch safe rocken, das ist ein stabiles Ding. Die letzten beiden Oberteile haben wir auch noch. Und zwar nämlich einmal zwei Shirts, eins in schwarz, eins in weiß. Ganz kleine Basic Shirts, ihr müsst bestimmt auch genau hier hinten, das Returnity Air, auch hier hinten einmal im Nacken auf der Rückseite eingestickt. Ansonsten, wie auch bei jedem anderen Piece, da muss ich das nicht immer sagen, haben wir hier auch wieder dieses Label an der Seite. Sind zwei kleine Shirts. Was mir direkt auffällt, sehr, sehr geile Haptik, sehr schöne Qualität. Haben eine GSM von 250, also die Grammatur 250, kosten 40 Euro. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Returnity Fits von den Shirts oder die Fits von den Returnity Shirts gefallen mir immer sehr, sehr gut. Ich trage sehr, sehr gerne meine Returnity Shirts und wenn das dieselben Fits sind, dann werden die mir auch gut gefallen. Da bin ich großer Fan von und ich bin vor allem Fan von großen, engen Kragen und der sieht auf jeden Fall sehr groß und sehr eng aus. Leicht cropped, boxy geschnitten und ich hoffe, dass die auch so fitten. Das werden wir jetzt einmal herausfinden, denn auch die werden jetzt einmal angezogen. Es ist wirklich genau mein Fit, genau wie ich den haben möchte. Perfekte Länge, perfekte Breite. Die Ärmellänge ist auch einfach perfekt. Der Kragen ist perfekt. Es ist einfach im Groben und Ganzen ein perfektes Shirt. Für meinen Geschmack, ich finde es todesnice. Und ein Fit-Video gibt es jetzt einmal eingeblendet. Ich habe eine Size M, bin 1,82 groß, 75 Kilogramm. So fittet das Ganze bei mir. Ich muss sagen, für meinen Geschmack perfekt. Und das ist für mich einfach der optimale T-Shirt-Fit. Ich bin sehr, sehr zufrieden, habe nichts zu bemängeln.
Und wenn ihr Bock habt auf ein schönes, stabiles Basic-Shirt mit einem geilen Fit, checkt die sehr gerne ab, weil die sind wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir dann jetzt zu dem Piece, wo ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, so am gespanntesten bin. Verstehen jetzt vielleicht die wenigsten. Die Jogginghose. Grund dafür, ich bin sehr, sehr großer Jogginghosenträger und ich hatte noch nie eine Jogginghose von Returnity. Also ich weiß gar nicht, wie die überhaupt fitten und wie die überhaupt sind. Was mir direkt auffällt, ich glaube auch, was euch direkt auffällt, wäre einmal die Waschung hier am Bund. Dieses am Bund sehr, sehr ausgewaschen und dasselbe gilt auch unten für den Bund am Knöchel. Da haben wir auch einen sehr, sehr ausgewaschenen Bund und das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben Zipper, das heißt, man kann den Bund locker machen oder halt auch eben eng machen, wie man es halt gerne trägt. Vorne haben wir zwei Taschen, ne, ganz easy, wo man reingreifen kann. Und hier auf der anderen Seite gibt es einmal das eingestickte R, wie auf jedem Piece. Kostet 80 Euro und da muss ich ehrlich sagen, finde ich schon ein bisschen teuer. Also Jogginghosen von anderen Brands sind, glaube ich, auch alle so teuer. Aber ich weiß nicht, ich finde irgendwie für eine Jogginghose so 80 Euro ausgeben, bin ich nicht so der Fan von. Solche, die ich gerade trage, ist auch eine Jogginghose, die ist von Weekday, hat gekostet, ich glaube, 25 Euro. Auf jeden Fall ist die Qualität sehr, sehr gut, schön verarbeitet, gefällt mir. Jetzt muss mir nur noch der Fit gefallen. Ich bin gespannt, ich hatte noch nie eine Jogginghose, wo man unten den Bund verstellen konnte. Ne, hatte ich noch nie, deswegen bin ich echt gespannt, wie es aussieht. Okay, die Jogginghose ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also Real Talk, die ist todesnice. Ich habe nichts auszusetzen, die findet übel, übel nice. Sowohl mit Zipper geschlossen, als auch mit Zipper offen. Aber bevor ich irgendwas noch laber, gibt es jetzt nochmal ein Fit-Video. Das heißt, L habe ich hier, 1,82, 75 Kilogramm und die ist perfekt. Also die ist wirklich perfekt. Sehr, sehr geile Jogginghose, gefällt mir unfassbar gut. Und werde ich auch safe jetzt daily rocken zu Hause. Kommen wir dann jetzt zum letzten Piece für dieses Video heute. Und zwar nämlich einmal der kurzen Hose. Bringt mir jetzt leider im Februar, es regnet auch gerade wieder in Strömen, ich verstehe es nicht. Nicht so viel, ne? Wissen wir alle, weil es ist auch sehr, sehr kalt gerade. Aber kurze Hose auch mal sehr, sehr nice. Ich bin sehr großer Fan von diesem Stoff. Kurzen Hosen, ne? Also im Sommer trage ich sehr, sehr gerne. Hier ganz normal in Schwarz. Wir haben hier nicht so einen ausgewaschenen Bund. Ich muss aber ehrlich sagen, hätte ich glaube ich auch gefeiert, wenn der Bund hier auch so sehr ausgewaschen wäre. Ist hier aber nicht der Fall. Ist ganz clean schwarz. Wir haben hier unten einmal schwarz auf schwarz das R wieder eingestickt. Genauso wie hier das Ding wieder. Innen gibt es noch einmal so Bändel. Das heißt, man kann die oder Bündel? Bändel? Bündel? Bändel? Bündel? Ich glaube, Bündel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man hier die Hose einmal enger ziehen. Kostet 50 Euro und die wird jetzt auch einmal angezogen. Ja, was soll ich euch Großartiges sagen, Freunde? Es ist einfach eine ganz normale, schwarze, kurze Hose. Ich blende euch jetzt einmal ein Fit-Video ein. Size L habe ich hier, 1,82, 75 Kilogramm und die fittet auf jeden Fall normal. Also die ist jetzt nicht, dass ich sage, alter Geistkrank, was haben die Jungs gemacht, was ist das für ein krasser Fit? Ist halt eine ganz normale schwarze Jogginghose. Ist cool, sehr komfortabel, fittet auf jeden Fall entspannt. So, Freunde, das wäre es jetzt tatsächlich mit allen Pieces gewesen. Wir hatten den Zip-Hoodie, den Hoodie, die Jogginghose, die T-Shirts und auch noch die kurze Jogginghose bzw. kurze Shorts. Und ich muss sagen, im Groben und Ganzen auf jeden Fall sehr, sehr stabile Pieces. Nichts, wo ich irgendwie gesagt habe, boah, das ist irgendwie wack oder das hat mich jetzt mies gestört. Das war eigentlich alles komplett solide. Ne, ist jetzt auch nichts, sage ich euch ehrlich, wo ich sage, Alter, was ist das hier für eine geisteskranke Scheiße? Aber es ist alles solide. Es sind cleane Sachen. Die Colorways gefallen mir, vor allem eben das Grün vom Zip-Hoodie. Dieser Senfton gefällt mir auch sehr, sehr gut. Der Creamton gefällt mir. Sehr schöne Colorways. Das finde ich auch vor allem gut, dass die Jungs Colorways genommen haben, die es so in anderen Basic-Linien noch nicht genauso gibt. Dass die sich noch ein bisschen abheben, finde ich sehr, sehr gut. Und wenn ihr Bock habt, euch was zu ziehen, Link in der Beschreibung. Die Sachen sind auch jetzt alle online. Deswegen gerne reinshoppen. Das wär's von mir. Ihr kennt das Ganze. Daumen nach oben geben, abonnieren, auf Instagram folgen, Kommentar schreiben. Ihr kennt es, Freunde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Video wieder. Hoffentlich habe ich dann kein Corona mehr. Und hoffentlich wird es auch noch nicht schlimmer, weil ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Und das wär's von mir, Freunde. Haut rein, genießt den Sonntag und wir sehen uns. Ciao.